Hallo, schönen guten Tag. Wir sind hier auf der Produktronica 2015 am Stand der EPP. Und hier am Stand darf ich Michael Kasper begrüßen, Geschäftsführer von Fließstoff Kasper, einem Anbieter von Reinigungstüchern, Reinigungsrollen, auch auf der Produktronica dieses Jahr vertreten. Welche Trends sehen Sie zurzeit im Markt? Die Situation ist, dass die Anwendungen, sage ich mal, immer spezieller werden, diffiziler werden. Es geht immer schneller. Es wird von Taktzeiten geredet und von Leistungen, die erbracht werden sollten. Aber oft ist halt das Putztuch oder ist aber diese einfachen Sachen kommen leichter, manchmal zu spät und manchmal werden sie zu spät auch in Betracht gezogen, sodass man da immer wieder nacharbeiten muss und, sage ich mal, an den Markt sich anpassen muss. Das ist das Wesentliche. Das heißt, eigentlich wäre es wünschenswert, früher die Reinigungstücher einzusetzen. Verstehe ich das richtig? Ja, es wird so ein bisschen als das Stiefkind gesehen, weil gut geputzt wird zwar überall, aber es ist nicht die Hauptkriterien, auch nicht, warum die Kunden hierher kommen. Sie wollen sich technische Neuerungen anschauen und dass auch in einem Lappen eine technische Neuerung stecken kann, das wird manchmal eben oft nicht erkannt im ersten Moment. Und später merkt man dann, dass man Probleme hat und die will man behoben haben. Und dann kommen wir halt ins Boot und müssen sehen, dass wir, sage ich mal, die Sachen dann wieder ein bisschen gerade biegen können. Ausblick in den kommenden Jahren, wo geht es hin, in welche Richtung aus Ihrer Sicht? Die Miniaturisierung ist natürlich enorm, was auch hohe Anforderungen, sage ich mal, an das Tuch stellt. Früher war eine Fluse, die eine gewisse Größenordnung hatte, gar kein Problem. Heute darf sie durch eine bestimmte Öse nicht mehr oder Düse nicht mehr passen und im Mikrobereich halt sein, sodass auch die Flüssigkeitsaufnahme, die Chemie wird immer wieder eine andere und wechselt immer wieder. So muss sich halt auch der Fließhersteller an diese Problematiken halt, sage ich mal, gut anpassen können. Also die Bauteile werden immer kleiner und daran muss man auch, selbst bei Reinigungstüchern, darauf muss man achten. Weil die Öffnungen immer kleiner werden, ich sag mal, wo wir auch ansetzen, um die Verunreinigung herauszuholen. Vakuum reicht manchmal nicht aus. Man muss ein bisschen Friktion da reinbringen, um Bewegung zu haben, um dem Tuch auch die Möglichkeit zu geben, es aufzunehmen. Und dann muss es aber auch gezielt wegtransportiert werden, um halt nicht wieder Kontaminierung des neuen Bauteils halt zu übernehmen. Okay, also es sind tatsächlich auch viele spezifische Anforderungen. Inwieweit kann man denn mit Ihren Produkten auch in der Elektronikindustrie auch auf Kundenwünsche oder Bedarfe individuell eingehen? Ein wesentlicher Faktor ist, wenn ein Medium schon eingesetzt wird, in einem Siebdrucker zum Beispiel, möchte der Kunde natürlich nicht unbedingt ein zweites Medium als manuelles Tuch verwenden. Also kommt er zu uns und fragt, ob wir sein Medium, womit er gute Erfahrungen hat und was freigegeben ist, auch in unsere Zupfdosen oder unsere feuchte Tücher einbringen können. Und das sind meistens so Lösungen, eine spezielle Größe, eine spezielle Darbietung des Tuches und aber auch die gleiche Chemie zu verwenden, die der Kunde hat. Und die Sachen bringen wir dann eben zusammen, Komponenten, die vorher nicht in unserem Hause, sage ich mal, verwendet wurden, um dann spezielle Kundenlösungen zu werden. Also auch beim Thema Reinigungstücher gibt es ganz viele spezifische Anforderungen und auch nochmal die ein oder andere Herausforderung, fand ich. Wir haben zum Beispiel eine Situation in der Dampfphase oder beziehungsweise im Lötofen. In der Abkühlphase ist es immer wieder so, dass es kondensiert zum Schluss natürlich und ab und zu ein Tropfen vom Blech wieder heruntertropft auf die Leiterplatte, was keiner möchte. Und daraufhin haben wir jetzt gezielt mit den Ofenherstellern Löcher entwickelt, die eine bestimmte Lochstruktur haben, die aufgezogen werden und dann eben 14 Tage diesen Tropfen auffangen und damit natürlich dem Kunden wesentlichen Schaden oder auch, wenn es nur ein Schönheitsfaktor ist, den man vermeiden will, damit heben können. Es wird nachher wieder rückstandslos abgezogen, ein neues aufgezogen und der Kunde hat halt so eine zufriedene Lösung, die am Anfang etwas schwierig zu umzusetzen ist, aber im Grunde genommen nachher ein simples Produkt ist. Sehr interessant. Dann, Herr Kasper, bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche Ihnen noch eine schöne Messe. Danke. Vielen Dank.